Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Sims 2 mit unserer Chantal City Girl und unserem seltsamen Typi Matthias Bauer. Irgendwie sieht diese Wohnung aus wie das größte Drecksloch. Und du bist schon wieder am Zocken. Du bist halt auch einfach ein Gamer Girl oder so, keine Ahnung. Ja, geh mal schlafen. Und du gehst, nachdem du gegessen hast und abgespielt hast, auch duschen. Und okay, schlafen kannst du nicht, aber wird schon. Wann kannst du schlafen? Die sitzt einfach immer noch im Garten und macht Seifenblasen. Richtig cool mache ich auch immer in fremden Gärten rumhocken und Seifenblasen. Hier musst du einsprühen. Den hier auch? Nee, den nicht, aber den einen. Hoffentlich wirst du kein Pflanzensim, aber das ist ja gar nicht mal deine Angst. Ist Chantal wieder wach? Cool, dann gehst du mal pinkeln und dann gehst du gleich runter und knutschst ihn einfach mal so ab. Einfach mal random den Typen abknutschen. Küssen, rumschmussen. Einfach mal so und dann flirtest du ihn noch ein bisschen an. Und kneifst ihn einfach mal. Oder er wird jetzt gerade angeflirtet. Wegspielen, wie geht das denn? Hier, wir spielen das, weil du das bist. Und er möchte schon wieder ein Date mit ihr. Oder halt ein Date. Frag einfach mal nach einem Date. Was macht der schon wieder für Geräusche? Der ist so richtig creepy. Oh, die sind verliebt. Witz erzählen. Flirten, streicheln, Händchen halten. Ganz so wichtig, ganz romantisch. Romantisch. Rumschmusen. Spielen, kitzeln. Möchte nicht. So, jetzt warten wir mal, das ist sowas. Boah, endlich haut die eine ab. Du möchtest rumschmusen. Ach, sie hat sich jetzt auch endlich mal in ihn verliebt. Möchte wieder Stehblues tanzen. Ja, ich glaube, mit den Typen wird sie nicht so glücklich, aber scheiden lassen kann man sie immer noch. Kissenschlacht und Techtelmechtel. Allererstes Techtelmechtel. Schmusen. Okay, jetzt müssen wir ihn, glaube ich, mal lassen. Weil er ja was anderes mit ihr möchte. Er möchte ja, dass wir den auch, ja, den darum kümmern müssen wir uns später. So möchte er ja auch einen Witz erzählen. Und Alter, der Typ ist so creepy. Die arme Chantal, aber scheiden lassen, wie gesagt, kann man sich ja eh immer. Okay, dann arm sie. Hör auf, sie mit Kissen zu verprügeln. Du hast mich das so abwerten, gut. Und dann noch ein bisschen rumschmeißen. Und jetzt möchte er ja auch mit ihr ein Techtelmechtel haben. Und noch den Rücken kraulen, das kriegen wir auch noch hin. Und dann gehen wir einmal hier schnell nach oben. Genau. Einmal hier entspannen. Kriege ich die zweite Aktion an? Gut. Das geht jetzt gerade nicht, die haben gerade ein Date.
war nicht Hechtelmechtel, sondern hups, da sind wir dann auf einmal schwanger. Wir brauchen Nachwuchs hier am Bauernhof. Oh Gott, das mit Ton zu sehen. Ich hoffe, das sperrt mir jetzt YouTube nicht, weil wir hier irgendwie Porno sehen. Das sieht ja nichts. Ich glaube, dass er zur Arbeit muss. Muss zur Arbeit. Ah, das war doch ein wunderschönes Date. Du musst viele pflegen. Du kümmerst dich jetzt um alles. Und den hier einsprühen. Den hier auch einsprühen? Nein, nur den. Romantisch. Muss ich beeilen. Oh, das war das schönste Date, was er jemals hatte. So. Viele pflegen und viele gießen. Nachdem sie den ganzen Garten umgegraben hat, kann sie sich auch mal nützlich machen. Ist jetzt noch irgendwo Ungeziefer dran, weil da müssen wir den einsprühen. Okay, den nochmal einsprühen. Das sind halt beide überglücklich. Diese Vogelscheuche da, die bringt die nachts wahrscheinlich bald um. Oh, wir haben Rechnungen bekommen. Ist das Chris? Keine Ahnung, Bachmann, glaube ich. Und du suchst dir einen Job, wenn du daheim bist. Und du beeilst dich jetzt da mal ein bisschen. Das bisher Gartenarbeit schadet doch niemanden. Außer ich müsste Gartenarbeit machen, das würde mir schon schaden. Ja, wir zahlen auch gleich die Rechnung. Die Höhe von wie viel kosten die jetzt? Das sehen wir gleich, wenn es abgebucht wird. 200, okay. Ich möchte das vielleicht in den Löcher wieder zumachen. Und zur Arbeit gehen. Achso, er ist wieder da. Oh, er ist befördert worden. Cool. Das möchte er nach Fernost reisen. Wie hier halt einfach da alles hinstellt. Muss er irgendwas einsprühen oder so? Nee. Ich glaube, er muss schlafen. Er muss dringend schlafen. Musik möchten wir nicht. Journalismus auch nicht. Militär sind wir schon. Okay. Was möchtest du jetzt? 1500 verdienen. Ich glaube, das kriegen wir fast schon hin. Musst halt ein bisschen mehr arbeiten. Okay, dann kannst du es mal benutzen und duschen. Wir stellen uns jetzt eine Haushaltshilfe ein. Wir haben nur genügend Kohle. Service. Oh. Spülen, ich hab's nicht gelesen. Oh, cool, wir haben Geld gekriegt. Ist immer gut. Und du kommst noch nicht nach Hause. Und dein Telefon klingelt ein bisschen. Seine beste Freundin hier, die wo wir mal daten wollten. Ja, wir könnten jetzt am Computer auch noch mal Stellenangebote suchen. Sportler, nein. Gastronomie, nein. Medizin, nein. Faulenzer, nein. Bildung auch nein. Okay, dann halt nichts. Auch okay. Müssen wir nochmal hier, hier müssen wir ein bisschen viele pflegen. Müssen wir hier auch was machen? Nee. Und wir wollten uns eine Haushaltshilfe anschaffen.
Und zwar, was brauchen wir? Heiratsvermittlung. Jetzt auf einmal gibt's sowas. Ja, wir bräuchten ein Hausmädchen. Ja. Und dann machst du zum Abendessen einen Chefsalat. Oh, wir sind ja schon über der Zeit. Ja, dann war es das jetzt mit dieser Folge und wir sehen uns das nächste Mal dann wieder bei Sims 2. Bis dahin, tschüss.